Ach, schönen guten Tag. Wie geht es denn heute den Zuschauern? Ah, hallo Leute, willkommen bei Super Mario Galaxy 2. Wir sind bei Lubba und wir wollen uns jetzt auf dem Weg begegnen zu einer Mission, die wir noch nicht gemacht haben. Weil wenn wir die Sachen machen würden, die wir schon gemacht haben, dann hätten wir ein großes Problem. Wie sollten wir denn dann vorankommen? Genau, das ist das Ding, worauf ich hinausgehen will. Wir müssen jetzt eine Mission machen, die wir noch nicht gemacht haben. Und das wäre hier ein sehr guter Fall. Zwar, und hier fehlt uns nicht noch ein Stern. Stimmt ja. Wir sind hier bei Mario Galaxy 2. Hier gibt es nur zwei Sterne von Galaxy. Plus irgendein anderer Mist, der nachher noch kommt. Das ist immer dasselbe. Rauf auf den Wolkenturm. Dass wir uns dabei denken, ich wette, es gibt Wolkenpilze. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, was sag ich mir? Und, wow. Da oben ist ein Stern. Haha. Wie kommen wir da denn rauf? Sehr merkwürdig. Eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Aufgabe. Aber anscheinend gibt es ja einen Weg dorthin. Sonst müssten wir das hier wohl nicht machen. So, schwimmen wir mal gleich wieder dorthin. Ich weiß nicht, warum man immer zu Anfang hier sein muss. Also auf diesem Mini-Planeten. Das ist ein kleines bisschen nervig. Aber wahrscheinlich sollen wir nur über diese Sternteile wieder einsammeln können. Bringt anscheinend sehr viel Spaß. So, hast du wieder was Neues zu sagen? Nee, schauen wir nochmal. Was wäre der jährliche Wettstreit der stärksten Palmerstadt? Deswegen trainieren wir alle so unermüdlich. Was machst du? Achso, du bist schon ordentlich am Trainieren. Okay. Hast du die wegschmeißen? Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass es funktioniert. So, ich schätze mal, von den Leuten werden wir noch mehr hier kennenlernen. Würde ich auf jeden Fall nicht wundern, wenn ihr gleich noch so ein verrückter Kerl ankommt und mich durch die Gegend schmeißt. Wäre cool. So ein bisschen, ja. So, schauen wir mal. Oh, viele. Viele Monster. Und das finde ich gut. So, dann mal los. Wow. Das schmeißt auch irgendwelche Leute durch die Gegend. Ja gut, dann schmeiß doch mal. Oh Gott. Wo schmeißt er mich denn hin? Oh, okay, jetzt bin ich wieder ganz woanders. Hier ist ein Schalter. Und den drücke ich gleich mal, weil das finde ich witzig. Druck. Wow. Das heißt, ist ja voll gebracht. Diese Blätter konnte man dafür benutzen, um durch die Gegend zu segeln. Wo ist jetzt dieser verdammte Stern? Wo ist der? Da hinten? Da hinten ist er, da hinten ist er, da hinten ist er. Lass uns mal gucken, da irgendwie hier so hinzukommen. Ah gut, das kann ich auch schon mal wieder vergessen, wie ich es jetzt schon sehe. Ai. Naja, gut, versuchen kann man es wenigstens. Dass man da irgendwie hinkommt. Oh Gott. Ja Gott, hier sind einfach Wolken. Ach, nö. Jetzt nicht abhauen. Hier, Wolken, komm her. Ich brauch dich jetzt. Schade. Stimmt ja, ich bin kein Wolken-Mario. Ach Gott. Gar nicht dran gedacht. Muss jetzt noch die Wolkenpower finden. Aber wo kann die sein? Oh, ja. Wo ist die Wolkenpower? Wo haben sie die hingepackt? Das ist jetzt eine gute Frage, die ich mir selber jetzt nicht beantworten kann. Ich könnte einfach mal wieder in die Röhre reingehen, mal gucken, was passiert. Vielleicht ist immer noch dieses Rätsel da. Ich mach's einfach. Jemand hat auch gesagt, ich sollte letztes Mal, in der letzten Mission hat es jemand geschrieben, es hätte gereicht, dass ich irgendwie gegen die Bombe eine Drehschlagattacke gemacht hätte. Was ich auch so witzig fand. Also das heißt, ich muss einfach nur gegenschlagen und dann passiert irgendwas. Egal. Ich muss jetzt einfach eine Münze einsammeln. Das wäre sehr gut. Einmal Münzen. Und zweimal Münzen. Oh, meine Fernbedienung jubelt mich schon wieder an. Sie liebt mich. Glaube ich manchmal. So. Und dreimal Münzen. Oh, so. Und eine Sternteile für uns. Das ist doch... Das ist doch gut. Wow. Jetzt bin ich glücklich. So ein bisschen schon. Alles klar. Rein da. Weiter geht's. Hallo. Wie geht es euch? Ich bin wieder zurück. Ich kann weitermachen. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach zu der Bombe hin. Anscheinend kann ich da einen Drehschlag gegen machen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Keine Ahnung, was es jetzt war. Ja, also kann er gegen drehen oder wie ist das jetzt? Ach so, ich muss mich da rausstellen oder wie sieht das aus? Boah, was geht denn jetzt ab? Die Bombe versinkt in Chaos. Was ist jetzt mit der Bombe los? Muss ich sie wieder... Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, worauf das hinausgeht. Ich muss mich da rausstellen, oder? Na. Ich muss mich da rausstellen, richtig? So. So und... Okay. Drehen. Achso, ich muss das Ding so drehen, dass ich wohl ans Leben rankomme. Na gut, das geht natürlich auch. Oh Gott. Was soll das denn jetzt? Das ist ja ein richtiges Sprungbrett. Oh Gott. Okay. Jawohl. Springst du ja in die falsche Richtung. Ja, nicht ersaufen. So, wir wollen dahin. So. Jetzt will ich das Leben. Ey, ich will das Leben jetzt haben. So, ich mache es halt so. Ich mache hier die Schummelattacke. Ist mir auch egal. Das passt alles irgendwie. Jetzt muss ich trotzdem noch diesen Wolkenstern finden. Wolkensterne, Wolkenpilz, Dingsbums. Aber wie komme ich da hin? Und wo ist der?
Oh Mann. Ja, wo ist das Ding denn hin? Ich hatte auch gar keine Ahnung. Ich würde gerade voll verplant. Ich laufe jetzt einfach nur in der Gegend herum und weiß nicht, wohin ich gehen soll. Geh mal wieder zu so einem Spinner, der ihn durch die Gegend schmeißen will. Vielleicht schmeißt du mich in die richtige Richtung. Los, schmeiß mich. Schmeiß mich. Oh, warte, was hast du denn da? Wo pustest du einen hin? Ist da oben was? Nein. Was ist das? Achso, das ist wieder runtergefallen. Stimmt ja. So, kannst du mich mal wegschmeißen? Hirnge! Wow. Ah. Man sieht wenigstens den Stern, man wird nochmal ein bisschen gereizt. Das finde ich aber super. Hier, schieß mich mal weg. Dankeschön. So, was soll ich hier? Auch keine Ahnung, ne? Ja. Ich glaube, ich mache hier einen kleinen Schnitt und... Zwei von euch? Echt zwei von euch? Bleib doch mal stehen. Okay, bleib da stehen. Oh Mann, bin zu dumm zum Zielen. So, komm. So, jetzt habe ich... Ey, das bringt doch nicht mal was. Die blöden Mistkerle, ey. Ich will sie jetzt echt umbringen. Das ist mir jetzt so scheißegal. Ich erinnere mich... Ah, so dich habe ich, du Mistkerle, ey. Einmal Sternteile. Ja, das reicht mir jetzt auch schon. Sein anderer Kollege kann da bleiben, wo er ist. Habe ich sowieso keine Lust drauf. So, jetzt muss ich mal nachdenken. Ich schneide hier mal an der Stelle. Ich muss jetzt diesen Wolkenstern finden. Münze! Pilz! Was ist das hier? Da konnte ich doch vorher nicht rein, oder? Lass uns mal gucken. Da konnte ich doch vorher nicht rein. Da muss ich mal schwimmen. Vielleicht kann ich jetzt wieder gleich weitermachen. Ah, das sieht gut aus. Schwimmen wir mal. Feuer. Ah, okay. Ja, das ist wunderbar. So, Leute, wir sind wieder da. Jetzt sind wir wieder hier und wir können auf den Schalter hier drücken. Oh Gott, es kommt ein Wolkenpilz. Kommt da hinten angeflauscht. Und den kann ich mir jetzt nehmen. Ja, ich bin eben, was weiß ich, 5 Minuten hier rumgeehrt und habe einfach nicht daran gedacht, da mal nach unten zu gehen. Obwohl sie es doch so... Das war doch letzten Part doch sehr offensichtlich, also ich meine, in der letzten Mission, dass da noch was kommen wird an der Stelle, da wo dieses große Tor war. Aber ich habe da jetzt nicht so dran gedacht. Bin jetzt einfach mal runtergeschwommen, weil das war das einzige Gebiet gewesen war, wo ich noch nicht gewesen bin. Und so bin ich dazu gekommen. Ja, gibt es dazu nichts zu sagen. Ja, klar, und jetzt ballern diese ganzen Wasserdinge um sich rum, oder was? Hä? Und was war? Hä? Ach, egal. Einfach wieder zurückgehen, sich den Wolkenpilz holen und sich freuen. Oi. Halt mal, konnten sich diese Pilze... Warte mal. Diese Wolken konnten sich doch bewegen, wenn Wind da ist. Okay, ich habe gar keinen Wind da. Also können wir das schon mal wieder vergessen. Klasse. Kein Wind. Dann eben nicht. So. Nein. Ich nicht da rein. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Keine Ahnung. So vielleicht? Es wird doch alles nichts. Gott. Und dann hier rauf? Ja, davon habe ich ja nichts. Weil ich habe ja keine Wolken mehr. Aber vielleicht wird das ja trotzdem was. Muss mal gucken. Nee, das kann ich vergessen so. Oh Gott! Da krieg ich schon wieder zu viel bei, ey. Blöde Wolken. Wieso haben sie den Pilz überhaupt da hinten hingepackt? Wieso kann er den Pilz nicht gleich da vorne hinklatschen? So, oh mein Gott. Als wenn wir es vielleicht beim ersten Mal schaffen würden. Nö, dafür darfst du gleich mal strafweise nochmal 1000 Kilometer laufen. Weil sonst wäre das ja alles hier viel zu einfach. Ich habe da keine Ahnung, was sie sich dabei denken. Irgendwas werden sie sich schon was dabei gedacht haben. Oder auch nicht. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie sich nichts dabei gedacht haben. Das wäre sogar für mich vielleicht noch logischer. Kann ich hier an den Rand lang laufen? Ist ja auch nochmal gut zu wissen. Zack. Da würde ich mich jetzt nicht einfach von den Typen wegschmeißen lassen. Und dann wäre ich schon ziemlich weit oben. Okay. Ich kann es ja mal versuchen eigentlich. Einfach mal direkt auf den Typen zu landen. So. Nein! Okay, da verliere ich meine Kraft. Oh Gott. Mega Vorspulen. La 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 Halleluja. 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 Halleluja.
Hallo, hallo. Okay. Wollen wir mal gucken. Und jetzt bin ich schon mal so weit hier. Und kann jetzt mal eine Drehattacke machen. Ah, okay. Somit noch einmal den Wolkenpilz. Alter, was ist das für eine Mission, bitte? Also jetzt mal wirklich. Irgendwas habe ich da falsch gemacht oder irgendwie nicht ganz kapiert, aber auf jeden Fall habe ich die Mission auf meine eigene Art abgeschlossen. Aber wahrscheinlich wieder zu blöd gewesen. So. Leute, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy 2. Ich sehe euch dann bei der nächsten Folge und dann machen wir weiter mit. Ich glaube, ich baue das Schloss. Oder den vergessenen Stern, den ich vergessen habe, mit den Münzen da. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein, nicht auf die Ausknopf drücken. Ich hätte schon wieder was getan. Oh, wolkige Blume. Ja. Wir haben eine Wolke. Oh, wir haben eine wolkige Blume hier oben jetzt auf dem Mario-Kopf. Sehr, sehr toll. Sehr, sehr klasse. Ja, Spiel wurde gespeichert.